Alabaster, Fähigkeiten, Achievements und mehr? Die erste Welt von Squadbusters. Yo Freunde, Squadbusters ist jetzt offiziell zurück, die Ankündigung ist raus und jetzt geht's auch endlich los mit den richtigen Sneak Peeks, also mit Gameplay und Ausschnitten und generell all dem drum und dran. Dementsprechend gucken wir uns auch direkt einmal das Startmenü an, sieht immer noch richtig geil aus mit der Plaza im Hintergrund, wo man eventuell noch Gebäude upgraden kann, wenn es immer noch so ist wie in den letzten Versionen. Und generell drumherum sieht man viele verschiedene Knöpfe. Beispielsweise unten in der Mitte das Buch der Erfolge. Das sieht sehr, sehr spannend aus. Was es damit auf sich hat, schauen wir uns später an. Was ihr aber jetzt schon mal machen könnt, ist ein Abo dalassen. Ist nur ein Klick und dann verpasst ihr keinen weiteren Squadbusters-Content mehr. Jetzt legen wir aber erstmal los mit dem wohl wichtigsten und zwar den Charakteren. In der Green World starten wir mit 12 Charakteren, 6 gewöhnlichen, 3 seltenen und 3 epischen. Jeder von diesen Charakteren hat 3 verschiedene Formen. Babyform, Classicform und Superform. Um sie zu upgraden, muss man Duplikate sammeln. Man braucht 10 Baby-Duplikate, um eine Classic-Unit zu bekommen. Und um eine Super-Unit zu bekommen, braucht man dann 10 Classic-Duplikate, also 100 Baby-Duplikate. Was man in dem Menü auch noch erkennen kann, ist, dass man eine vierte Form sieht. Also ist die Möglichkeit, dass in Zukunft noch weitere Formen und höhere Formen kommen können, definitiv gegeben. Die Duplikate erhält man aus den Kisten und bei den Kisten gibt es auch verschiedene Kistenstufen, denn je nachdem wie man im Battle performt, bekommt man extra Upgrade-Chancen. Und da kann man eben beim Kisten einsammeln unten noch 4-5 mal eine Upgrade-Chance wählen und dann hat man eben die Chance darauf, dass die Kiste entweder größer wird, also mehr Duplikate drin sind, oder dass sie sich in der Seltenheit upgradet und man seltenere Einheiten aus dieser Kiste bekommt. Muss ich persönlich sagen, ein mega geiles System. Man hat so ein bisschen den Reiz daran, Kisten zu öffnen und zu sehen, okay, was für eine Seltenheit bekomme ich jetzt, wie gut ist die jetzt? Gleichzeitig würde ich sagen, ist es trotzdem Free-to-Play-freundlich und nicht eben hinter einer Paywall, dass man dafür bezahlen muss, um Kisten zu bekommen, denn man bekommt sie eben nach jeder Spielrunde. Aber was können jetzt die Buster und welche Fähigkeiten erhalten sie, wenn sie auf die verschiedenen Formen geupgradet werden? Der Barbar ist ein Nahkämpfer mit gutem Schaden. Bei der zweiten Form wird er nach ein paar Angriffen zum Elite-Barbaren und macht extra Schaden. Bei der dritten Form wird er direkt zu einem Elite-Barbaren, sobald man 2 Barbaren in einem Squad hat. Der Goblin gibt bei der Babyform 3 Münzen, sobald er aus einer Kiste ausgewählt wurde. Bei der Classic-Form sind es ganze 6 Münzen, die er dem Konto hinzufügt. Und bei der dritten Form gibt der Goblin bei der Fusion, also wenn man 3 Goblins im Squad hat und diese zu einem besseren fusioniert, dann bekommt man 15 Münzen. Greg fällt Bäume für Loot, also Münzen und Gems. Mit seiner zweiten Form fällt er die Bäume doppelt so schnell und bei der Superform geben die Bäume mehr Loot. Cold ist ein Fernkämpfer mit viel Schaden. Mit seiner Classic-Form wird er nach 4 Schüssen eine Ulti, wie man sie auch aus Brawl Stars kennt, abschießen und mit der dritten Form macht die Ulti viel mehr Schaden. El Primo ist ein Tank mit viel Leben. Bei seiner zweiten Form wird er nach 5 Angriffen einen Ultisprung, den man auch aus Brawl Stars kennt, machen. Dieser Ultisprung macht mit der dritten Form dann mehr Schaden. Das Chicken ist die letzte gewöhnliche Einheit und es gibt einen Turbo Boost, eben unten rechts, den man nutzen kann, um schneller seinen Squad zu bewegen im Spiel. Mit der Classic Form spawnt das Chicken 3 Babys, die angreifen können und mit der Super Form gibt das Chicken 2 statt nur einem Turbo Boost. Der Medic ist die erste seltene Einheit und healt den Squad langsam über Zeit. Mit der zweiten Form wird der Heal stärker, sobald der Squad stehen bleibt und man sich nicht mehr bewegt. Mit der dritten Form wird der passive Heal, der also immer vorkommt, schneller und mehr. Dynamike wirft eine Dynamitstange. Zumindest mit der Babyform, denn mit der zweiten Form wirft er 2 Dynamitstangen. Und mit der Superform wird der Explosionsradius dieser Dynamitstangen nochmal vergrößert. Der Hog Rider sorgt dafür, dass der Squad sich im Gras schneller bewegen kann. Mit der Classic-Form wird diese Grasschnelligkeit länger halten und mit der dritten Form wird der Turbo, den man auch vom Chicken schon kennt, sich schneller wieder aufladen, sobald er einmal aufgebraucht ist. Die Hexe ist die erste epische Einheit und sie spawnt Skelette. Mit der Classic-Form spawnt sie mehr Skelette und mit der Superform wird sie einen Skelettzauber geben, sobald man sie eben aus seiner Kiste auswählt. Der Barbarenkönig sorgt dafür, dass Nahkampfeinheiten schneller angreifen. Mit der Classic-Form
hat er eine Chance, den Gegner zu stunnen. Und mit der Superform hat er die Chance, sich selbst zu heilen, wenn er nicht am Angreifen ist. Die Archer Queen funktioniert recht ähnlich und sorgt dafür, dass sie Fernkampfeinheiten schneller angreifen. Mit der Classic-Form explodieren ihre Schüsse manchmal. Und mit der Superform heilt auch sie sich selbst, wenn sie nicht am Angreifen ist. Was wir noch im Hauptmenü sehen, sind Herausforderungen bzw. Challenges, bei denen man eben bestimmte Quests abschließen muss und dann extra Belohnungen bekommt. Was ein bisschen versteckter ist, ganz oben links im Profil sind Avatare und die kann man mit dem verschiedenen Erfahrungslevel, was man sammelt, freischalten. Auf jeden Fall richtig cool. Und links sieht man dann den Fortschritt in den verschiedenen Welten und über die sprechen wir ja heute. Fortschreiten kann man mit Portal Energy, die bekommt man entweder vom Merchant, also vom Upgraden der Charaktere, oder aus dem Buch der Erfolge. Das Buch der Erfolge ist in 3 Seiten unterteilt und enthält in der Art Quests. Einerseits für die Monster, wo man spezifische Monster erledigen muss oder Schaden machen muss oder was auch immer und dafür Portal Energy bekommt. Dann gibt es die Modifier, bei denen funktioniert das genauso und auch die Zauber geben Portal Energy, wenn man bestimmte Meilensteine erreicht. Was die Monster können und wie die Zauber funktionieren, das alles aufzuzählen, finde ich persönlich irgendwie ein bisschen langweilig. Ich finde, das sieht man vor allem am besten, wenn man es selbst zockt. Dementsprechend, wenn ihr Gameplay sehen wollt, lasst ein Abo da und ansonsten könnt ihr euch dieses Video hier anschauen. Dort zeige ich euch alle Modifier, also auch noch weitere, die kommen werden, in einem extra Video mit Gameplay. Also falls euch das interessiert, klickt hier.